Dies ist die Geschichte von einem großen Abenteuer. Die Geschichte von 5 Booten, die auszogen, die Welt zu umsegeln. Die Geschichte von Naturgewalten, zu stark für Mensch und Material. Die Geschichte von kleinen Verletzungen und großen Katastrophen. Dies ist die Geschichte vom Ocean Race. 32.000 Seemeilen um die Welt. Ich glaube, das verändert schon mein Leben. Das erste Mal, dass ich beim Ocean Race dabei bin, eine alte Legende, 50 Jahre alt, eine der Gipfelveranstaltungen des Segelsports. Das Rennen startet am 15. Januar in Alicante. Von hier aus führt die erste Etappe raus auf den Atlantik bis auf die Kapverdischen Inseln. Die Boote haben auf beiden Seiten riesige Flügel, die Foils. Diese Tragflächen sorgen dafür, dass die Schiffe abheben und übers Wasser fliegen. So sind für Boris Herrmann und seine Crew Geschwindigkeiten bis zu 30 Knoten drin. Zu Beginn dieses Ocean Races kreuzen die 5 Teams unter der spanischen Küste in Richtung Gibraltar. Vor ihnen liegen 1900 Seemeilen, etwa 3500 Kilometer. Gut 5 Tage und Nächte werden sie unterwegs sein. Essen, schlafen, auf engstem Raum, dazu die Naturgewalten, die sich hier noch in Grenzen halten. Gegen die anfängliche Seekrankheit helfen Medikamente. Rosi hat schon eine ganze Packung genommen. Aber jetzt brauche ich keine mehr, sagt die 28-Jährige sichtlich erleichtert. Drück mal die Daumen, ich genieße jetzt den Moment. Nördlich der Kanaren übernimmt das Schweizer Team Holcim PRB die Führung von den Amerikanern von 11th Hour. Es ist die erste Bewährungsprobe für die neuen Rennmaschinen. Ich bin sehr zufrieden mit der Geschwindigkeit meines Bootes, mit meiner Crew, mit unserer Position, auch wenn es noch nicht vorbei ist. Die Bootsklasse heißt Imoca, 18 Meter lang, 6 breit, 9 Tonnen schwer. Erste Risse in den mehr als 300 Quadratmeter großen Segeln sind noch das Aufwärmprogramm. Und die Natur zeigt bei aller Rauheit auch ihre bezaubernde Seite. Das Guyot Team Europe mit den beiden Deutschen Philipp Kasüske und Robert Staniak an Bord versucht es mit einem taktischen Experiment, das Feld von hinten aufzurollen. Als einzige segelt sie zwischen Fuerteventura und Gran Canaria. Belohnt wird ihr Mut zum Risiko nicht. Holcim PRB gewinnt die erste Rutsche. Zieleinlauf in Mindelo morgens um 4. Und als Boris Herrmann ankommt, kurz vor 7, ist es immer noch dunkel. Platz 3. Es ist alles heil geblieben. Fast alles wäre da nicht die Sache mit dem Fuß. Ja, man sagt ja auch sonst, die meisten Unfälle passieren im Haushalt oder im Alltag. Also man verknackt sich den Knöchel auf der Treppe zu Hause oder stößt sich den Kopf im Badezimmer. So in der Art ist es mir passiert. Also ein Topf heißes Wasser ist umgekippt. Und normalerweise nimmt man den gar nicht aus dem Kocher raus. Ich weiß auch nicht genau, was dazu geführt hat. Irgendwie war das die nachlassende Anspannung am Ende der Etappe, dass ich dann nachlässig wurde. Die zweite Etappe von den Kapverden immer südwärts durch den Atlantik bis nach Kapstadt. Alle sind bereit. Es kann losgehen. Nur bei ihm geht erstmal gar nichts mehr. Und so legt die Malizia ab, ohne Boris Herrmann. Der muss derweil ins Krankenhaus. Die Verbrennung am Fuß zwingt zur Zwangspause. Keine große Sache eigentlich, und dennoch gestaltet sich das Ganze etwas schwierig. Dass Arzt und Patient nicht die gleiche Sprache sprechen, das kennt man ja. Nur hier ist das im wahrsten Sinne des Wortes so. We get seen super fast, but no one speaks English. I'm a doctor, any doctor sells. Plastic surgery. What time did you meet? 4 hours ago. 4 hours ago. Yeah. Drink or water? Drink some water and I eat some muesli. Ja, eine große Verbrennung hat einfach die Gefahr, dass es sich entzündet und nicht richtig verheilt. Und es dauert natürlich auch sehr lange. Es ist wirklich eine große, tiefe, starke Brandwunde gewesen. An Bord der Malizia übernimmt nun Co-Skipper Will Harris
Kommando und Verantwortung. Auf jedem Boot muss, das ist in diesem Jahr neu, mindestens eine Frau zur Besatzung gehören. Hier beim Team Malizia ist es Rosalien Kuiper. Die fliegende Holländerin furchtlos 29 Meter hoch hinauf bis zur Mastspitze. Dort gibt es am Vorsegel in luftiger Höhe Kabelsalat. Ja, glücklicherweise habe ich das Problem lösen können und die anderen, die sind da vorne. Just a little bit in front of us. Die anderen, die Schweizer Holz im PRB, leicht voraus. Was auch an ihr liegt. Susan Boyke, die Kielerin, als Silbermedaillengewinnerin von Tokio im olympischen Segeln ein Star. Beim Ocean Race ein Neuling. Ich wusste, es wird mein erstes Offshore-Rennen. Ich wusste, es werden einfach ganz viele Dinge auf mich zukommen, die ich noch nie gemacht habe. Und dann war es einfach noch so viel härter, als ich gedacht hätte. Jede Crew kann auf diesem Teilstück zeitweilig die Führung übernehmen. Guyot, Team Europe, mit Co-Skipper Robert Staniek und dem ältesten Boot der Flotte, in der ersten Rennhälfte sehr schnell und weit im Osten unterwegs, als Führende über den Äquator, als Erste mit der obligatorischen Taufe für die Äquator-Huschlinge. Das haben die ganz amtlich hier gestaltet. Und jetzt segeln wir konzentriert weiter in den südlichen Passatwinden. Etwas nervös gerade, wir hatten gerade einen Versegelwechsel, bin klitschnass. Möglicherweise scheint Neptun mit den Opfergaben nicht zufrieden gewesen zu sein, denn plötzlich platzt der große Spinnaker, die Führung, futsch. Die Malizia ist heil über den Äquator gekommen und fliegt auf den neuen Foils, den Tragflächen, bei zunehmenden Winden immer weiter Richtung Süden. Bis ein eingefangenes Fischernetz die wilde Jagd je beendet. Leichte Risse an den Foil zwingen die Crew anschließend das Tempo zu drosseln. Von Ruhe kann dennoch keine Rede sein. Die neue Malizia, ein Folterinstrument für die Besatzung, diese Dauerbeschallung. Stop it! Das Vollcarbonboot heult vermutlich schlimmer als ein Wal mit Liebeskummer. Bei 20 Knoten macht das Boot so. Und bei 30 Knoten macht das Boot dann so. Das macht mich verrückt. Unglaublicher Showdown. Nach 17 Tagen auf hoher See, vier Boote quasi gleich auf. Am Fuße des Tafelbergs findet die Holz im PRB die schnellste Route, zweiter Etappensieg. Welch eine Premiere für Susan Boyke. Das ist einfach ganz anders als das olympische Segeln. Es ist beides sehr emotional, aber mich hat das jetzt gerade noch mal mehr gepackt, weil es mich mehr an die Grenzen meines Möglichen wirklich gebracht hat. Ende Februar macht sich die Flotte auf den Weg in Richtung Hölle. Die Königsetappe führt von Kapstadt an der antarktischen Eisgrenze entlang bis nach Brasilien. Das sind die größten Wellen, die wir auf diesem Planeten haben und auch die kräftigsten Winde, die wir auf diesem Planeten haben. Schon beim Start und am Tafelberg zeigen die fliegenden Rennpferdchen, was in ihnen steckt. Boris Herrmann ist zurück an Bord. Der Ritt durch Südpolarmeer wird die Reifeprüfung für Mensch und Material. Mehr als 30 Tage, nur Wellenberge, soweit das Auge reicht. Für das grüne Boot im Tracker ist schon am dritten Tag Feierabend. Es droht Schiffbruch im wahrsten Wortsinne. Die harten Schläge der Wellen haben der Struktur des Rumpfes Risse zugefügt. Die Besatzung muss umkehren, um nicht abzusaufen. Wir sind jetzt alle ganz schön niedergeschlagen. Persönlich zerplatzt natürlich auch ein Traum. Zurück nach Kapstadt in die Werft. Vielleicht lässt sich der Schaden reparieren. Auf dem Tracker deutet sich die nächste Katastrophe an. Malizia steht. Und das liegt nicht an der für dieses Seegebiet ungewöhnlichen Flaute. Rosi muss hoch in den 29 Meter langen Mast. Die Windstille ist in diesem Moment ein Segen. Ein Riss, wie konnte das passieren? Wir ziehen die Segel an einem dünnen Seil hoch, da sind die Segel noch eingerollt wie eine Wurst. Dann werden die oben eingerastet in ein sogenanntes Fallenschloss. Das ist im Prinzip ein Metallteil. Und dieses Metallteil ist zerplatzt oder gebrochen unter der Last. Und dann hat dieses dünne Seil, was das Segel eigentlich hochziehen soll, hat dann so einen schönen 30 cm langen Riss in den Mast reingeschnitten. Der Riss muss repariert werden, sonst droht der Mast zu brechen.
Die Crew arbeitet rund um die Uhr, an Schlaf ist nicht zu denken. Mit einem Eimer als Aufzug werden die frischen Carbonlagen nach oben gezogen. Bill Harris, der britische Co-Skipper, hat sich da oben festgekrallt und versucht, den Schaden zu beheben. Dass das gelingt, ist ein kleines Wunder. Und der 29-Jährige ein Held am Tor zur Hölle. Wir können eigentlich wieder quasi mit 100% segeln. Und das ist eine unglaubliche Überraschung für uns. Hätten wir nie gedacht, dass das so gut läuft mit dieser Reparatur. Malizia hat viele Meilen verloren, ist aber zurück im Rennen. Der Rückstand ist schnell aufgeholt. Die neu gebaute Sea Explorer 3 kann ihre Stärken ausspielen. Es wird rauer, schneller, kälter. Und immer enger wird es auch. Südlich von Australien hat die Wettfahrtleitung eine Zwischenwertung eingebaut, eine virtuelle Ziellinie ausgelegt. Wieder sind die Schweizer von Holz im PRB die schnellsten. Und dann kommt schon Malizia mit repariertem Mast und einem Schluck Whisky. Platz 2. Jetzt schlägt die Stunde von Antoine. Er ist der Reporter an Bord. Auf jedem Schiff ist einer nur für die Bilder zuständig und Malizia hat einen der besten dabei. The drone is flying 15 kilometers an hour, 7 meters above the waterline. Wow, this is really beautiful. Wow. Oh, this is the 1000th ocean. I'm shaking. This is a Southern Ocean Sprinter, this boat. Yeah? Rocket ship. Yeah, look at the rocker. Look at how we skimmed the way. And this is what we do 24 hours a day. But in the meantime, we're sleeping, we're eating, we're sailing, we're shitting. Life is continuing, but all the time like this, this is epic. Fly Captain, sein Spitzname, er hat offenbar ziemlich viel Spaß daran, uns mitsegeln zu lassen. Kurz vor Cap Horn übernimmt die Sea Explorer 3 die Führung und prompt bahnt sich das nächste Drama an. Rosi wird von einer Welle aus der schmalen Koje geschleudert. Eine tiefe Platzwunde über dem rechten Auge und eine respektable Gehirnerschütterung sind das Ergebnis. Ich flog von hier ab, rutschte etwa 6 Meter runter, bis in die Bilge, ins Leckwasser und schlug mir dabei den Kopf auf. Soweit ist sie auf dem Weg der Besserung. Aber wir haben die Koje einstellbar natürlich, dass man bei Stecklage nicht rausfällt. Aber wir werden zusätzlich noch eine Leesegel anbringen, dass man, egal was passiert, selbst in der Boot 90 Grad auf der Seite liegt, dass man auf keinen Fall rausfallen kann. Dann kommt der berüchtigte Felsen in Sicht. Rosi geht es wieder besser und die Konkurrenz segelt im Kielwasser. Als Erste um Cap Horn ein Schluck Whisky für die See, möge sie den Fünften an Bord und der Sea Explorer 3 gewogen bleiben. Für mich an erster Stelle am Cap Horn zu sein, ist fast wichtiger, als das ganze Rennen zu gewinnen. Auf jeden Fall, das ist für mich die bedeutendste Landmarke dieser Route um die Welt. Jetzt ist es nur noch ein Katzensprung bis nach Brasilien. Nach mehr als 10.000 Seemeilen, fast 20.000 Kilometern, entwickelt sich das Finale dieser Marathon-Etappe zu einem Segelkrimi. Malizia gegen Holz im PRB, so weit gesegelt und so eng beieinander. Der Etappensieg käme einer Krönung gleich. Das setzt ungeahnte Kräfte frei, die nach einem Monat auf See längst aufgebraucht sein müssten. Es hat sich am Ende gelohnt. In aller Herrgottsfrühe sind sie die Ersten in Itajaí, die Könige des Südpolarmeeres, empfangen von begeisterten Frühaufstehern. Und sie können ihr Glück kaum fassen. Es ist irgendwie schwer zu realisieren, dass wir wirklich als Erste hier angekommen sind. Wir waren bis zuletzt unheimlich fokussiert und konzentriert.
Vor allem wollte ich nicht wieder gegen ein Fischerboot fahren und das hat diesmal geklappt. Statt Salzwasser Champagner im Gesicht. Nach 34 Tagen und 17 Stunden. Die vierte Etappe von Itajaí. Es geht immer nach Norden bis nach Newport. Ohne Boris Herrmann. Der ist in Hamburg und nimmt sich dort eine Auszeit. Verfolgt das ganze Spektakel also aus der Ferne. 2 Wochen nach der Vendée Globe, also 2021, sagte ich meiner Frau, dass ich dann gerne das Ocean Race jetzt segeln würde. Dann hat sie mich nur etwas schief angeguckt und dann war sozusagen der Kompromiss, ich segel jede zweite Etappe mit. Mhm. Auch aus ihrer Sicht natürlich eine Empfehlung für mich, nicht mich zu verbrennen und die ganze Zeit zu viel zu machen. Insofern auch wichtig für uns als Familie. Es sieht ein wenig nach Urlaub aus. Ein Segelturn im Sonnenschein. Was kann es da Schöneres geben? Und doch, die nächste kalte Dusche kommt bestimmt. Alle Boote wählen zunächst den Kurs dicht unter Land. Dann plötzlich bleibt eins zurück. Die Holz im PHB, bis dahin unangefochten und souverän an der Spitze mit 19 von 20 möglichen Punkten, muss die Etappe abbrechen. Am 5. Tag, gut 20 Meilen vor der brasilianischen Küste, ein Materialfehler. Der Mast stürzt aufs Deckshaus und zerbricht. Der Grund ein gebrochener Wirbelschäkel, der das Vorsegel mit dem Mast verbindet. Ja, so ist es, wenn man einen Unfall hat. In einer Sekunde ist alles super und in der nächsten ist es ein Albtraum. Da sind es also nur noch 4 auf der 4. Etappe. Eines davon, die Guyot. Und das Team Europe muss genau wie die anderen mitten rein und durch das Sturmtief. Die See ist rau, die See ist ruppig und dann passiert es. Das Boot knallt in eine Welle und der Mast ist weg. Er zerbricht. 600 Meilen von Newport, die Guyot mit einem Totalschaden. Jetzt heißt es retten, was noch zu retten ist und irgendwie an Land kommen. Der Weg ist weit und dann geht auch noch der Diesel zur Neige. Die Berufsschifffahrt wird angefunkt und zum Glück kommt ein Tanker und hilft. Die Treibstoffübergabe riskant, aber sie gelingt. Dramatische Stunden auf hoher See. Immerhin, unter Motor und Notrig erreicht die Guyot die kanadische Hafenstadt Halifax. Es sieht aus wie das Ende eines großen Traumes. Das Gute ist, dass keiner verletzt wurde. Es war ein gutes Management dann auch da draußen in dem Sturm. Der Rumpf verlässt jetzt Ende der Woche auf einem Cargoschiff Kanada und geht nach Europa. Er wird dort am Ende Mai, am 28. Mai in Hamburg ankommen. Wir haben eine Option für einen Mast, der aus Frankreich geliefert wird. Wir müssen irgendwo in Nordeuropa das Schiff reparieren und zusammensetzen. Von den nun nur noch 3 verbliebenen Booten liefern sich 11th Hour Racing und Malizia ein Kopf an Kopf, ein Bug an Bug Rennen, die Konkurrenz dabei immer im Blick. Geht's mit 10 Knoten Richtung Newport, das amerikanische Segelmekka. Und das bessere Ende für sich haben dann auch die Amerikaner. Die Crew von Charlie Enright gewinnt also diese 4. Etappe. Ja, ist natürlich ganz toll, hier zu gewinnen. Guck mich mal um, die ganzen Leute. Und dann sind wir auch noch bei Tageslicht angekommen, bei Sonnenschein, bei tollem Wetter. Ein Traum ist wahr geworden. Zwar am Ende nur Platz 2 für die Malizia, aber trotzdem sind sie nicht unzufrieden. Ich bin wirklich stolz auf das Team. Es ist schon was Besonderes, hier als Zweiter anzukommen. In der Gesamtwertung ist immer noch alles möglich. Ein Punkt Unterschied nur zwischen den ersten 3 Booten. Nach wie vor führend die Holz im PHB. Die ist inzwischen auch in Newport angekommen und wird dort weiter für den nächsten Start vorbereitet. Der neue Mast, der ist inzwischen auch da, der kam aus Frankreich. Die Kosten, alles in allem,
zusammen 1,2 Millionen, ausgelöst durch einen kaputten Wirbelbeschlag. Dass ein Bauteil, was den Mast vorne hält, mit dem Stag bei Holcim kaputt gegangen ist, das war noch nie passiert. Da hat der Hersteller eindeutig einen Fehler gemacht bei der Konstruktion. Wir hatten das gleiche Bauteil an Bord. Das haben wir jetzt ausgewechselt gegen ein Teil, was die gleiche Funktion erfüllt, eines anderen Herstellers. Insofern ist dieses Problem eliminiert. Vor der Küste von Newport, Rhode Island, stürmt es zum Start der fünften Etappe heftig. Die führt von Nordamerika über den Atlantik zurück nach Europa. 3.500 Seemeilen, 6.500 Kilometer sind es bis nach Aarhus in Dänemark. Der Sturm bleibt, die Wellen rollen unbarmherzig. Der erste Teil dieser Etappe, eine Art Vollgasfahrt über Kopfsteinpflaster. Ja, yeah, it's very uncomfortable. Ja, yeah, I love it. Unkomfortabel, das ist die großspurigste Untertreibung dieser Tortur. Geschwindigkeitsrekorde purzeln, als die Wellen allmählich länger werden. Holcim PRB macht den Anfang. 640,9 Meilen in 24 Stunden. Wir sind die erste Imoca, die diesen Rekord bricht. Malizia ist wenig später die zweite. Die Bordinstrumente fest im Blick, gelingt das noch nie Dagewesene. 641,13 Seemeilen, umgerechnet 400 Meter mehr als die Kollegen. Das ist ein wichtiger Erfolg, der uns aber ein bisschen nebenbei zugeflogen ist, muss man ganz ehrlich sagen. Es ist jetzt nicht so, dass wir die Route ändern würden, dass wir anders segeln würden, nur um diesen Rekord zu bekommen. Das erste Ziel ist natürlich immer, Erster im Ziel der Etappe zu sein. Das war die erste Priorität und der Rekord kommt dann als Geschenk obendrauf und zeigt einfach das Potenzial, auch was in dem Schiff steckt, was uns natürlich alle sehr stolz und glücklich gemacht hat. Fast 27 Knoten schnell und das 24 Stunden lang. Selbst wenn man es sieht, kaum zu glauben. Ich habe noch Fotos geguckt von vor einem Jahr, da war hier drin noch alles Rohbau und jetzt hat es schon den Rekord gewonnen. Also das Schiff hat es nur wert. Wenn das kein Grund ist für eine Taschenlampenparty mitten auf dem Atlantik. Und dann gibt es gleich noch einen. Boris hat Geburtstag. Der Skipper wird 42. Das Etappenziel rückt näher. Die Amerikaner von 11th Hour führen, doch ihr Vorsprung ist hauchdünn. Malizia und Holcim in Sichtweite sind ihnen dicht auf den Fersen. Wir haben noch ein paar Halsen vor uns. Das wird noch anstrengend. Es ist ziemlich windig hier. Nach 7 Tagen zeichnet sich das nächste Herzschlagfinale ab. 3 Boote dicht beieinander, wie bei einer Clubregatta und das nach 6.500 Kilometern. Das US-Team bringt den Sieg nach Hause. Ihr zweiter Erfolg. Jetzt zählen sie zum Favoritenkreis für den Gesamtsieg. An Bord der Sea Explorer ist nichts zu merken davon, dass sie Platz 2 nur um wenige Minuten verpasst haben. Knapp 6 Minuten hinter Holcim PRB laufen sie in den Hafen von Aarhus ein. Den Traum vom Kampf um den Gesamtsieg müssen sie über Bord werfen. In den Rest des Ocean Races gehen wir jetzt mit voller Motivation. Wir wollen natürlich jede Etappe für sich gewinnen. Auch wissend, dass der Gesamtsieg vielleicht nicht ganz so realistisch jetzt als Ziel für uns ist. Da sind wir einfach punktemäßig ein bisschen hinten dran. Das Guillot-Team Europe hat ihr Boot inzwischen per Frachtschiff nach Kiel transportieren lassen. Hier versucht eine renommierte Werft am Nordostseekanal, den Renner wieder flott zu kriegen. Ruder und Foils müssen repariert werden und der Reservemast der Amerikaner drauf. Das hat Hunderttausende zusätzlich gekostet. Aber die bevorstehende Tonnenrundung in der Kieler Förde verpassen, das wollen sie auf keinen Fall.
Man kann sich vorstellen, das ist unser zweiter Unfall. Das Budget ist extrem belastet worden und es war zum Schluss nicht klar, schaffen wir es oder nicht. Die anderen da um die Tonne fahren zu sehen und wir sind nicht dabei, das war ein echter Schmerz. Also ich muss es wirklich so sagen und das hat auch nochmal extra Energie freigemacht, uns wieder in Aarhus an die Linie zu bringen. Die sechste Etappe, ein Sprint über 800 Seemeilen vom dänischen Aarhus, führt sie zunächst zum Flyby nach Kiel und dann zurück durch den Großen Belt, durch Kattegat und Skagerrak an der Deutschen Bucht vorbei bis nach Den Haag. Und mit dabei tatsächlich die Guyot, das Team Europe, hat es geschafft. Es ist nicht die Geschichte, die wir schreiben wollten, aber zu zeigen, dass man aufzustehen hat und weitergehen muss und den Wettkampf zu Ende bringen muss, das ist auch schön und das ist eine schöne Message, die wir hier mit rausschicken können. Es sind also wieder 5 Boote am Start. Die Holcim PHB mit neuem Skipper unterwegs, Kevin Escoffier, musste nach einem MeToo-Vorfall von Bord. Am schnellsten kommt die Malizia weg, dummerweise sogar etwas zu schnell. Fährt sie 2 Sekunden zu früh über die Startlinie. Ein Fehlstart für Boris Herrmann und seine Crew. Also schnell umdrehen und zurück auf Los. Das ist ärgerlich, aber nur halb so schlimm, denn es geht eh nicht viel. Das Rennen wird zum Stehen. Auf der Ostsee herrscht Flaute, Geduld ist gefragt, Warten angesagt bei Boris Herrmann und all den anderen. Auch das gehört zum Segeln dazu. So, jetzt aber neuer Tag, neues Windglück. Die Ocean Race Flotte fliegt Richtung Förde. Kiel ist in Sicht und als erstes Boot erreicht die 11th Hour Racing das Zwischenziel. Was für ein Spektakel. 25.000 Menschen wollen sich das nicht entgehen lassen. Das ist wirklich verrückt. So viele Leute sind da und das Boot, das kentert fast, alle stehen auf derselben Seite. Die Malizia erreicht als letztes Boot die Kieler Innenförde und doch gleicht es einer Triumphfahrt. Boris Herrmanns Kurzbesuch hat schon ein bisschen was von der Heimkehr eines Helden. Rum um die Tonne und dann auf nach Den Haag. Diese Etappe kurz, aber durchaus mit Tücken. Viele Hindernisse gilt es zu umschiffen. Am besten und schnellsten gelingt das der 11th Hour Racing. Der nächste Etappensieg also, der 3. in Serie für Charlie Enright und seine Crew. Die Malizia läuft auf Platz 3 in Den Haag ein. Empfangen wird sie allerdings wie eine Siegerin. Und zwar nicht von irgendwem, sondern von König Willem Alexander und Königin Maxima. Eine ganz besondere Ehre natürlich für die Niederländerin an Bord. Das sind so nette Menschen und sie haben eine Leidenschaft für den Wassersport. Sie segeln ja selbst und sind wirklich ganz natürlich. Ein ganz besonderer Moment für mich, für uns alle. Man könnte sagen, die Krönung bei unserer Reise um die Welt. Ein gelungener, ein schäumender Abschluss, also dieser 6. Etappe, die, wir erinnern uns, für die Malizia ja alles andere als erfreulich begonnen hat. Der Endspurt führt von Den Haag durch den Ärmelkanal und die Straße von Gibraltar zurück ins Mittelmeer bis nach Genua. Den letzten Start dieses Ocean Races werden sie alle so schnell nicht vergessen. Vor allem 2 Teams nicht, Guyot und 11th Hour. Nur wenige Minuten nach Rennbeginn kommt es zu einer katastrophalen Kollision. Guyot hat die Amerikaner übersehen. Der Unfallverursacher gerade repariert und schon wieder kaputt. Aber noch schmerzhafter, die schuldlosen Amerikaner, seeuntüchtig. Ziemlich klare Situation. Wir sind auf Steuerbord, die Jungs waren Backbord, hatten ihre Wende klar beendet. Das ist ein Vollblackout von unserer Seite. Und ein absolutes Worst-Case-Szenario, die Jungs rauszunehmen. Also mein Herz schmerzt. Und das zu Recht. Der Fehler zu eindeutig, ein paar Sekunden Unaufmerksamkeit. Was für ein Albtraum. So ist die Flotte auf 3 Boote zusammengeschrumpft und bei leichten Winden ziehen sich die letzten 2200 Seemeilen ordentlich in die Länge. Ich war gestern echt schlecht drauf. Das bin ich wirklich ganz selten, aber gestern war so ein Tag. Vielleicht, weil ich gemerkt habe, dass unser Proviant knapp wird und ich liebe es zu essen.
Segelromantik vor der portugiesischen Küste. Wehmut macht sich breit, der Abschied naht. Letzte Nacht, alle meine Jungs schliefen noch, ich war im Cockpit, die Sonne ging auf, ein wunderschöner Sonnenaufgang. Da habe ich plötzlich gespürt, wie wunderschön die See ist. Sie war so überwältigend. Noch einmal Gibraltar. Hier wird seit einiger Zeit vor Orca-Angriffen gewarnt. Malizia blieb verschont, aber die Kollegen bekamen Besuch. Sowas kann schnell gefährlich werden, wenn die Tiere Kiel und Ruderblätter abbrechen. Diesmal ist es gut ausgegangen. Die Bilder gingen rund um die Welt. Die letzten Meilen im Mittelmeer entwickeln sich zu einem Geduldsspiel. Wer erwischt einen Hauch Wind? Alle drei Imokas sind weniger als 2 Meilen voneinander entfernt. Dann hat Nico, der Taktiker der Malizia, eine geniale Idee. So weit wie möglich unter Land segelt, da könnte ein bisschen Thermik übrig sein. Die Idee entpuppte sich als goldrichtig. Von Platz 3 schoben sich Boris Herrmann und seine Crew vorbei an den beiden anderen und gewinnen die Schlussetappe vor den Toren Genuas. "90% der Zeit waren wir hinten und in der letzten Nacht haben wir dann diesen smarten Move gemacht. Die anderen sind noch unterwegs. Guter Job von uns. Ich bin stolz." Nach 32.000 Seemeilen geht dieses Ocean Race für das Team Malizia mit einem Sieg zu Ende. Und mit der inzwischen berechtigten Hoffnung auf ein Wiedersehen. Mein Leben hat sich immer ums Vendée Globe gedreht und ich glaube, jetzt bin ich mit dem Ocean Race Virus endgültig infiziert. Eine Jury des Weltverbandes hat entschieden, dass den im Gesamtklassement führenden Amerikanern für die letzte Etappe ein 2. Rang als Wiedergutmachung zusteht. Nach einer Blitzreparatur sind sie den anderen fix hinterher gesegelt. Sie legen zwar als Letzte an in Genua und werden doch als verdiente Sieger bewirtet und gefeiert. Die Crew von Charlie Enright, das 11th Hour Racing Team, gewinnt das Ocean Race 2023 vor Holcim PRB und dem Team Malizia. Zum nächsten Start in 4 Jahren dürften dann noch ein paar mehr dieser Rennmaschinen hinzukommen. Diese Imokas sind eine zuverlässige, gute Bootsklasse und ich gehe davon aus, dass wir nächstes Mal 10 oder 15 Boote dann hier bei dem Rennen sehen werden in 4 Jahren. Sind Sie wahrscheinlich dabei? Ich möchte gerne wieder dabei sein. Natürlich muss man das mit dem Team und allen Partnern besprechen. Insofern kann ich das hier nicht verkünden offiziell. Und wenn wir uns was wünschen dürfen, dann wäre es, dass Antoine, der Fly Captain, wieder dabei sein möge. Ihm verdanken wir, dass wir mitsegeln konnten. Keinen Moment dieses Abenteuers verpasst haben. Merci, Monsieur le Capitaine Duvol.